Nach der Machtübernahme der Taliban letztes Jahr herrscht in Afghanistan erstmals seit dem Jahre 2001 Frieden. Und trotzdem ist die Wirtschaft von Afghanistan laut IWF-Prognosen 30% eingebrochen. Die Hälfte der afghanischen Bevölkerung ist vom Hungertode bedroht. Doch wie konnte es angesichts der Tatsache, dass in Afghanistan jetzt endlich Frieden herrscht, nur so weit kommen? Um diese Frage zumindest halbwegs zufriedenstellend beantworten zu können, müssen wir in die Geschichte schauen. Im Jahre 2001 wurde Afghanistan von den radikal-islamischen Taliban regiert, die in zumindest einer Hinsicht sehr tolerant waren. Sie erlaubten es anderen islamistischen Gruppierungen, Afghanistan als Operationsbasis für weltweite Einsätze zu verwenden. Unter diesen Gruppierungen war auch Al-Qaida, die für die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 verantwortlich war. Nach besagten Anschlägen startete ein Militärbündnis unter Führung der USA einen Angriffskrieg gegen die afghanische Regierung und ersetzte sie durch eine den USA wohlgesonnene Regierung. Doch die Taliban gaben sich nicht so einfach geschlagen. Sie organisierten einen Guerillakrieg gegen die neuen Besatzer, der erst 2021 mit ihrem Sieg enden sollte. Doch während dieses Bürgerkrieges wurden die Taliban in vielen westlichen Staaten in der Europäischen Union mit der Verordnung Nummer 753/2011 als Terrororganisation eingestuft, was umfangreiche Finanzsanktionen nach sich zog. Diese Verordnung ist mit Formulierungen wie das Einfrieren ihrer Gelder und wirtschaftlicher Ressourcen sehr allgemein gehalten. Die hier beschriebenen Sanktionen galten vorher nur für die Taliban, doch seit ihrer Machtergreifung 2021 gelten sie jetzt für die gesamte afghanische Regierung. Der Kurs der Währung Afghani gegenüber dem US-Dollar wertete innerhalb eines Jahres um fast 20% ab. Jetzt hätte die afghanische Zentralbank eigentlich die Devisenreserven von rund 9 Milliarden Dollar nutzen können, um die Wirtschaft einerseits mit Fremdwährung zu versorgen und andererseits den Afghani zu stützen. Doch 7 dieser 9 Milliarden Dollar lagen in den USA, die dieses Geld zuerst einfroren und dann beschlagnahmten. Geld, was also rechtmäßig der afghanischen Regierung gehört, wurde von den USA geklaut. Die USA sagen jetzt, sie wollten das angeblich für humanitäre Hilfe verwenden oder wahlweise für Opfer der Anschläge vom 11. September oder wofür auch immer. Fakt ist, dass dieses Geld eigentlich Eigentum der afghanischen Regierung ist. Der Landesdirektor in Kabul, der Welthungerhilfe, Thomas Ten Boer, beschreibt die Auswirkungen der Sanktionen wie folgt: Sie machen es zunächst einmal schwierig. Normalerweise unterstützen wir Menschen entweder mit Sachleistungen oder mit Bargeld. Letzteres hängt von einem funktionierenden Bankensystem ab, in dem man Geld auf Konten überweist. Verteilung von Sachspenden ist viel aufwendiger, Bargeld wäre einfacher, fällt aber aus, weil die Sanktionen das Bankensystem mehr oder weniger lahmgelegt haben. Das ist nicht nur ein Verteilungsproblem. Wäre die Regierung nicht vom blockierten Staatsvermögen abgeschnitten, liefe auch die Wirtschaft besser und weniger Menschen wären auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Die westlichen Sanktionen und der Diebstahl der Devisenreserven haben also eine Wirtschaftskrise samt Hungersnot ausgelöst. Wie gesagt, mehr als die Hälfte der afghanischen Bevölkerung sind vom Hungertode bedroht. Den Zweck, den diese Sanktionen erfüllen sollen, beschreibt Ten Boer wie folgt: Wenn das Volk weiter von Hunger bedroht ist, ohne Arbeit und Einnahmequellen bleibt und es keinerlei Perspektive zum Besseren gibt, kann die Lage sogar in einen Bürgerkrieg ausarten. Das ist nicht unmöglich, es kann dazu kommen. Der Winter ist sehr streng. Wenn wir wieder eine Dürre bekommen, könnten die Menschen gegen die Regierung aufbegehren, weil sie unfähig ist, ihre Probleme zu lösen. Die Taliban hatten nicht die Zeit, einen Apparat von fachkundigen Beamten aufzubauen, mit Führungskräften, die Ministerien leiten können. Die Abwanderung war enorm. Viele hochrangige Beamte verließen das Land. Ich weiß nicht, ob die Regierung Hilfe, Unterstützung oder Rat von der UNO oder der Weltbank annimmt, um die Kompetenz ihrer Beamten zu stärken und die Arbeitsfähigkeit der Ministerien zu verbessern. Aber wenn sie keinen guten Weg nach vorne findet, könnte sich die Bevölkerung gegen diese Regierung stellen und das kann Gewalt auslösen. Da haben wir es also. Die USA, die den Krieg gegen die Taliban verloren haben, versuchen nun Afghanistan zu destabilisieren und einen neuen Bürgerkrieg auszulösen, um die Taliban schließlich doch noch zu besiegen. So zumindest die Analyse des Landesdirektors Kabul der Welthungerhilfe. Es ist wohl überflüssig zu erwähnen, dass die Aushungerung eines ganzen Landes zwecks seiner Destabilisierung gegen das Völkerrecht verstößt.
Artikel 11 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, kulturelle und soziale Rechte garantiert jedem Menschen das Recht auf Nahrung. Aber wen interessiert schon das Völkerrecht, wenn es den eigenen geostrategischen Interessen im Weg steht? Ein bisschen Na vielleicht. ja, wir haben einen großen Plan Großer für den Plan. ganzen Nahen Osten. Ganz genau. Es geht um den Regime-Change. Regime. Ich bin gegen Ihr Regime-Change mit Hilfe der Rebellen, ja einen Bruch des Völkerrechts darstellt, was ja eine Sauerei ist von dem Völkerrecht. Schauen Sie, das Völkerrecht ist eine wichtige Orientierungshilfe für andere Länder. Mhm. Wir